Wir wollen heute mal über den RPG Maker sprechen. Der RPG Maker ist eine Softwarereihe zur Entwicklung von Rollenspielen. Der japanische Name der Programmreihe Tsukuru ist ein Wortspiel mit den japanischen Wörtern Tsukuru für erschaffen und Tsuru von Englisch Tool. Die RPG Maker wurden zuerst von ASCII und dann von Enterbrain hergestellt. Englische Versionen in den USA werden von HTEC vermarktet. Also, Erscheinungsjahr war 1992, die erste Version. Für Windows erschienen um 95 rum, dementsprechend dann auch der Name RPG Maker 95. Und ich zitiere diesen Wikipedia-Artikel nur, damit ihr seht, wie viele Versionen es davon gibt, wie gut abgehangen die Software ist sozusagen. Die wurde immer weiterentwickelt. Ja, und dann gebe ich euch noch so einen allgemeinen Überblick. Der RPG Maker ist ein Programm, das der Erstellung von Computer-Rollenspielen dient. Die meisten Versionen beinhalten einen auf Tileset basierenden Map-Editor, eine vereinfachte Skriptsprache zum Programmieren von Events und einen Datenbank-Editor, mit dem sich die Eigenschaften aller im Spiel verwendeter Objekte modifizieren lassen. Alle Versionen bringen ein Paket vorgefertigter Grafiken, Musikstücke sowie weitere Inhalte mit und erlauben je nach den Funktionen des Betriebssystems, unter dem sie laufen, die Erweiterung durch eigene Inhalte. Dann gibt es hier die ganzen PC-Versionen im Überblick. Ich glaube, ich bin irgendwann bei VX eingestiegen. RPG Maker MV, den habe ich euch schon mal vorgestellt, vor etwa 4 Jahren. Da sage ich später noch was dazu. Und die aktuelle Version ist der RPG Maker MZ, der im August 2020 erschien. Also das ist auch schon eine Weile her. Neue Funktionen waren ein Karteneditor für das einfache Erstellen von Spielwelten. Das halte ich für ein Gerücht. Das hatten die Vorgänger nämlich auch schon. Ein erweitertes Kampfsystem, da sage ich gleich noch was dazu, sowie eine automatische Speicherfunktion für die entwickelten Spiele. Hier sehen wir ja noch eine Zeittafel. Unter anderem werden da, glaube ich, auch verschiedene Spiele aufgelistet, zumindest anfänglich. Wie gesagt, ein Wikipedia-Artikel, den ich euch selbstverständlich in der Beschreibung verlinke. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Steam-Seite, die uns das Programm verkaufen möchte. Und da fangen wir mal oben an. Das ist der RPG Maker MZ, die neueste Version aus der RPG Maker-Reihe, mit der einfach jeder kinderleicht sein eigenes Rollenspiel erschaffen kann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch vor 4 Jahren schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht, zum Vorgänger. Und ich habe mir das Video gerade angesehen, das ist nicht so schlecht von der Soundqualität her und so weiter. Ich möchte nicht wieder alles nochmal erzählen, was ich schon in dem alten Video von vor 4 Jahren erzählt habe. Ich möchte eher auf die Neuigkeiten eingehen, sowie auf das Programm ganz allgemein. Der RPG Maker MZ kann gekauft werden, unter anderem bei Steam. Ihr könnt den aber auch direkt, glaube ich, bei der Webseite des Anbieters kaufen, wenn ihr denn möchtet. Es sind auch Demo-Versionen davon verfügbar, denn das Ganze ist ziemlich teuer. Wir gucken uns das mal an. Normalerweise kostet der RPG Maker MZ 77,99, also fast 80 Euro. Das ist mehr, glaube ich, wie ein Vollpreisspiel kostet. Momentan reduziert um 50%. Das Ganze gibt es für 39 Euro im Moment. Und dann gibt es hier aber auch noch verschiedene Bündel mit älteren Versionen, die aber kein Mensch braucht. Meiner Meinung nach, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Und es gibt auch ja eine Riesenversion, das 2024 MZ Summer Special für 115,46 €. Das ist sogar um 68% reduziert. Normalerweise kostet dieses riesige Bündel mit 18 Artikeln 366,49 €. Ihr merkt also, das hier ist ein ziemliches Geldgrab, möchte ich sagen. Und man kann hier diverse Zusatzinhalte kaufen. Für das Hauptprogramm, das ja an sich auch schon recht teuer ist. Da gibt es insgesamt 667, die hier aufgelistet werden. Und ihr seht, das ist alles nicht billig. Ich habe jetzt keine Lust, das alles zusammenzurechnen, aber man kann hier, denke ich, mehrere tausend Euro ausgeben. Und dafür gibt es dann Dinge wie neue Icons, neue Musik, Charakter-Packs
Packs mit neuen Gesichtern für die eigenen Helden und vieles mehr. Also ihr merkt, das Ganze hier ist ein ziemlich teures Vergnügen. Ich habe nur die Basisversion vom RPG Maker, denn das Schöne ist, man kann ja auch eigene Grafiken importieren. Das ist alles nicht so einfach, das ist alles, man muss sich da reinfuchsen. Im Vergleich zu richtiger Programmierung ist das aber noch relativ einfach. Es ist trotzdem ein gewisser Zeitaufwand, sich da rein zu fuchsen. Ich starte das Spiel jetzt mal und wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt nochmal auf die ganzen Basics. Hier ist direkt Werbung zum Start. Auf die ganzen Basics möchte ich an der Stelle nicht eingehen, weil sich das Spiel an sich kaum vom Vorgänger unterscheidet. Es gibt ein paar extra neue Features, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ansonsten kann man das Ganze hier so zusammenfassen, dass wir in diesem Modus hier uns unsere Welt zusammenklicken können aus verschiedenen Einzelteilen. Dann kommt sowas wie eine Map bei raus, wie die hier. Auf der Map können wir einzelne Events platzieren, die wir dann auch programmieren können sozusagen. Das ist ziemlich einfach. Wir müssen hier nur Dinge auswählen und anklicken. Wir müssen hier keinen eigenen Programmcode eingeben. Und das Ganze basiert auf einer riesigen Datenbank. Hier sind die Akteure, also die Helden des Rollenspiels hinterlegt. Es gibt verschiedene klassische Rollenspielklassen, Skills, die die Klassen unterscheiden, Gegenstände, das alles hier ist vorgefertigt vom Spiel. Ihr könnt natürlich alles selber bearbeiten, alles neu machen, Truppen zusammenstellen, also Gegner, Truppen sozusagen. Alles hier wird an verschiedenen Beispielen demonstriert. Es gibt Zustände, die ihr definieren könnt, wenn euer Charakter blind ist, weil er geblendet wurde von einem Gegner. Klassisches Rollenspiel hier. Vielleicht gucken wir gleich noch kurz rein, wie so ein Kampf abläuft, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das alles können wir hier in der Datenbank editieren. Wir können, wie gesagt, eigene Dinge kreieren und einbinden. Das Ganze hier frisst ziemlich viel Zeit, sehr zeitaufwendig, aber wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch viel einfacher, wie das Spiel von Grund auf selber programmieren. Das Spiel ist nicht unbedingt für Windows 11 gemacht. Nochmal, die ganzen Basics, wie das hier genau funktioniert, wie man sich ein Spiel selber zusammenklickt, das alles habe ich in dem Video von vor 4 Jahren schon erklärt. Das werde ich euch verlinken am Ende dieses Videos. Guckt euch das an, wenn euch die Software interessiert. Die Vorgängerversion sieht vom Editor her ein bisschen anders aus. Möglicherweise sind auch die Grafiken ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das gleiche Spiel. Wir haben hier verschiedene Beispielkarten, die wir laden können und diese Beispielkarten waren teilweise auch schon im Vorgänger mit dabei. Teilweise sind sie neu kreiert. Also ich denke, das ist so ein bisschen kompatibel, die Tilesets miteinander. Was nicht kompatibel sind, sind die vielen Plugins, die man kaufen kann. Das ist auch wieder so ein Punkt, über den man sich jetzt an der Stelle aufregen kann. Es zwingt euch keiner, dieses Programm zu kaufen, ne? Also das ist so, das muss jeder für sich selber entscheiden. Vor allem, weil halt auch die Unterschiede zum Vorgänger so gering sind, auf die wir jetzt noch ein bisschen näher eingehen wollen. Das hier hatte ich schon vorgelesen. Wir präsentieren RPG Maker MZ, die neueste Version aus der Reihe, mit der einfach jeder kinderleicht sein eigenes Rollenspiel erschaffen kann. Und dann gibt es hier wieder die verschiedenen Angebote, die Bündel, Informationen, Pipapo, Rezensionen, Sample Games. Das ist ganz interessant. Man kann sich hier also auch einfach Demospiele runterladen, gucken, was andere Leute so kreiert haben. Ich habe mit der Software auch schon ein paar Spiele erstellt. Die findet ihr auf meiner Webseite. Eventuell verlinke ich euch das ebenfalls, aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann gehen wir jetzt nochmal kurz auf die Anbieterbeschreibung ein. Was ist der RPG Maker? Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Wenn du Games liebst, hast du sicher schon mal gedacht, ich würde gerne ein eigenes Spiel entwickeln. Und die größte Hürde dabei sind die Programmierkenntnisse. Und deswegen gibt es eben den RPG Maker. Genau für solche Gamer wurde der erschaffen. Leute, die sagen, ich möchte ein Spiel entwickeln, habe aber keine Lust, programmieren zu lernen, oder könnte wirklich jeder so einfach ein Spiel erschaffen. Also es ist wirklich nicht schwierig, aber man muss sich da schon 2 Stunden einarbeiten, bis man alles kapiert hat. Ein Tool zur Entwicklung von Games. Grundlegende Funktionen sind schon integriert bzw. programmiert. Man kann einfach Games entwickeln, indem man die Einstellungen der Spielkomponenten anpasst, wie zum Beispiel die Parameter für den Hauptcharakter und die Bewegungen der Gegner. Entwickle im Handumdrehen dein eigenes Game, das wird hier also versprochen. Und im Wikipedia-Artikel hieß es ja, dass
der Karteneditor an sich neu sei, das ist Quatsch, der wurde vielleicht überarbeitet, den gab es aber schon immer, meines Wissens. Verschiedene Kachelgrößen, da gab es wohl früher Einschränkungen, da konnte man früher nur zum Beispiel die 32x32 Kacheln verwenden oder Teilsets oder wie auch immer. Und inzwischen sind verschiedene Kachelgrößen möglich. Weiß nicht, ob sich da gegenüber dem Vorgänger was getan hat, möglicherweise aber schon. So, dann kehrt die Layer-Funktion zurück. Ah, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Damit können komplexere Konstruktionen verwirklicht werden. Eventuell zeige ich euch das mal kurz, damit ihr es euch vorstellen könnt. Das hier sind Layer, glaube ich. Sozusagen verschiedene Ebenen. Könnt ihr es euch so vorstellen? Hier sind Gegenstände platziert auf dieser Ebene. Hier sind offensichtlich keine Gegenstände platziert. Hier sind wieder ein paar platziert. Also die ganzen Ebenen. Der Raum setzt sich aus verschiedenen Ebenen zusammen, die wir unterschiedlich gestalten können. Malt euch selber aus, was das genau bedeuten mag. Auf jeden Fall ist diese Layer-Funktion wieder zurück. Die hatte man wohl scheinbar zeitweise ausgeblendet oder nicht mehr angeboten. Wir haben auch eine Funktion eingeführt, die Layer automatisch ermittelt. Auf diese Weise kann man Karten immer noch genauso bearbeiten wie vorher. Gibt einen Schattenstift und einen Rechteckmodus zur Bearbeitung großer Bereiche. Kartenbäume können jetzt umsortiert werden. Das scheint tatsächlich alles neu zu sein. Bei der Charaktererstellung hat sich ein bisschen was getan. Ihr habt ja hier verschiedene vorgefertigte Charaktere in der Datenbank, also Akteure. Da gibt es zum Beispiel ihn hier, einen Kampfkünstler, Schwertkämpfer, Zauberer, Priester etc. Die haben alle unterschiedliche Skills, unterschiedliche Level, unterschiedliche Inventare, Ausrüstung etc. pp. Und grundsätzlich können wir uns neben den vorgefertigten Charakteren eben auch unsere Charaktere selber bauen. Das sieht dann ungefähr so aus. Also da können wir den Mund verändern, was weiß ich. Das ist möglicherweise auch ein bisschen verbessert worden in der aktuellen Version. Muss mich da vielleicht mal noch genauer mit auseinandersetzen. Charaktererstellung wurde also möglicherweise überarbeitet. Wir können neue Farbpaletten hinzufügen in der Charaktererstellung und dann enthält das Ganze auch eine Fülle von Elementen. Ihr seht hier die Anzahl der Animationen, die schon enthalten sind, Charaktere, Hintergründe, Teilsets und so weiter und so fort. Ich denke, dass die nicht alle neu sind, sondern dass die eben teilweise auch vom Vorgänger sind und teilweise sind dann wahrscheinlich hoffentlich auch neue Sachen hinzugekommen. Sounds, Musterkarten, das seht ihr hier eben auch, dass Musterkarten von den Vorgängern übernommen wurden. Die Höchstmenge der Hauptdateneinträge kann auf 9999 erhöht werden. Insgesamt wurden die Datenbankfunktionen wohl vergrößert und erweitert. Kachelset-Einstellungen können kopiert und eingefügt werden. Tag-Einstellungen für Durchgang, jetzt in vier Richtungen möglich. Leiter, Busch, Theke, Schadensboden. Schadensboden? Was soll das sein? Keine Ahnung. Dann gibt es ein neues Kampfsystem. Und zwar zusätzlich zum Kampfsystem im Frontal- und Seitenansichtmodus wird jetzt auch das Füllen von Aktionsleisten unterstützt. Ich habe das auch noch nicht so richtig verstanden, aber das Ganze hier findet mehr oder weniger in Echtzeit statt. Hier ist so der Zeitbalken, glaube ich. Wir klicken alles an, zwischendurch agiert der Gegner und dann werden nach und nach die Befehle abgearbeitet, je nachdem, wer gerade dran ist. Dem rundenbasierten System wurden neue Elemente hinzugefügt, sodass es jetzt noch viel mehr Möglichkeiten gibt, Kämpfe zu genießen. Testspielfunktionen, die gab es auch schon immer. Ereignisfunktionen gab es auch schon immer. Ich glaube, inzwischen die neuen Features sind hier fett gedruckt. Wechsel zum Ereignismodus, um die Ereignisliste anzuzeigen. Wähle ein Ereignis aus der Liste, um das entsprechende Ereignis auf der Karte zu wählen. Du kannst auch den Ereigniseditor direkt aus der Liste wählen. Noch mächtigere und umfangreichere Ereignisbefehle, bedingte Verzweigungen und so weiter. Das geht dann in Richtung Programmierung. Per Zusammenklick allerdings, habe ich euch vorhin schon gezeigt, gibt eine Überspringen-Funktion, um bestimmte Ereignisbefehle zu deaktivieren. Vorschau beim Festlegen von Bewegungsrouten hinzugefügt. Das wird hier ganz gut grafisch simuliert oder angezeigt. Animationen
dies, das, neu gestaltete Plugin-Befehle. Ich glaube, deswegen sind auch die Plugins nicht kompatibel zueinander. Die Verwaltung von Plugins wurde angeblich weiter vereinfacht. Kleiner Spoiler, das ist gar nicht so einfach. Die muss man in jedem Spiel neu hinzufügen, die Plugins etc. Für den Spieler wird vieles einfacher. Es wird automatisches Speichern hinzugefügt. Die Benutzeroberfläche für Smartphones wird neu gestaltet. So können die Spiele jetzt auch mit der Maus oder per Tab gesteuert werden und nicht mehr wie vorher nur mit der Tastatur. Benutzeroberfläche auf Smartphones verbessert, ja, und ein paar andere Kleinigkeiten. Also, um langsam zum Ende zu kommen, es ist ein sehr kleines Update im Vergleich. Wer kein Geld hat, wer sparen möchte, wer unbedingt Rollenspiele entwickeln möchte und den Vorgänger besitzt, der muss nicht zwingend updaten. So krass sind die Unterschiede nicht, obwohl 5 Jahre, wenn ich es recht verstanden habe, zwischen den beiden Versionen liegen. Ein Urteil ist da gar nicht so einfach. Wer eigene Spiele entwickeln möchte, wer sich darauf einlassen möchte, wer das Geld hat, der kauft sich das halt. Und wem das zu teuer ist oder was. Oder wer vor allem vielleicht auch mehr Einfluss auf das Spiel haben möchte, als hier vorgegeben ist, der muss dann vielleicht doch selber programmieren lernen. Ich weiß es nicht. Ich will das also gar nicht so sehr beurteilen, ob sich das hier lohnt oder nicht. Testet einfach mal die Demo-Version aus. Ich finde nur, dass die Unterschiede zum Vorgänger wieder relativ gering sind, aber das war beim Vorgänger vom Vorgänger, glaube ich, auch schon so. Auch wenn der Entwickler da natürlich das grundsätzlich anders sieht. Insgesamt alle Rezensionen eigentlich eher positiv, wobei es in letzter Zeit auch offensichtlich, heißt in letzter Zeit, das ist komplett unsortiert hier. Es gab halt auch negative Rezensionen. Es ist wirklich teuer mit den ganzen Download-Contents und so weiter. Aber ich denke, wenn man schon eigene Spiele erstellt, dann muss man vielleicht auch über die Erstellung eigener Grafik nachdenken. Ich weiß es nicht. Also sind Leute maßlos enttäuscht. Leute kritisieren das Ganze heftig, mehr oder weniger. Wobei mir halt auch auffällt, dass gerade bei ihm hier, der das Ganze nicht weiter empfiehlt, der hat irgendwie 6387 Stunden inzwischen in dem Spiel in Anführungsstrichen verbracht. Er ist zwar unzufrieden, aber irgendwie auch nicht, scheint mir so. Da gibt es einige Kandidaten. Der hier hat zum Beispiel 94 Stunden damit verbracht. Ja, und ich plane auch ein neues Spiel. Checkt meine Webseite ab, wenn euch das interessiert. Da wird es dann demnächst auch irgendwelche Informationen dazu geben. Ich wollte euch den RPG Maker MZ kurz vorstellen. Das habe ich gemacht. Hier in der neuesten Version. Grundsätzliche Tipps, wie man so ein Spiel erstellt etc. erhaltet ihr im Video von vor 4 Jahren, das ich jetzt gleich hier verlinke. Und ansonsten bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt, auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.